Genau. Und gucken, Tout le Monde. Das Hintergrundgeräusch war gerade mein Schreibtischstuhl. Ja, willkommen zurück. Ich war sehr, sehr faul diese Woche. Und ich bin auch gerade wirklich ziemlich am Struggeln, weil ich glaube, das haben wir zusammen gemacht, kann das sein? Ja, und dann gibt es tatsächlich nicht mehr viel zu sehen. Ach nee, das haben wir zusammen gemacht, genau. Ja, das hier. Und da gibt es noch weniger zu sehen, weil Motivation wirklich null. Ja, das war dann noch das hier. So. Und ihr seht, das ist Samstag, der 6. Wir haben heute Sonntag, den 14. und ich habe nichts mehr gemacht seitdem. Und ich glaube, ich werde jetzt zu Wochendekos übergehen über den Sommer, weil ich so unmotiviert, ich kann es euch nicht sagen. Und wollte euch mal noch was zeigen, dass ihr wenigstens irgendwas seht. Ich habe mal so Postkarten gemacht. Und eigentlich suche ich eine bestimmte. Aber die finde ich gerade gar nicht, weil die habe ich nämlich in Deutschland. Ja. So, das waren mal meine Postkarten. Und in diesem Stil habe ich mal Postkarten gemacht mit. Also da gibt es so eine französische Redensart immer, wenn man irgendwie absagen möchte und aber eigentlich keinen richtigen Grund dafür sagen kann, dann sagt man immer je peux pas, j'ai poney. Also ich kann nicht, ich habe Reiten. Und ich habe jetzt gedacht, ich mache jetzt einfach mal so ein paar je peux pas, j'ai, ich kann nicht, ich habe bla 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 irgendwas. Und ich hab nämlich so Postkarten gemacht gehabt, wo ich drauf gemacht habe, je peux pas, j'ai vacances. Also ich kann nicht, ich habe Ferien. Aber da ich ja jetzt keine Ferien hatte, habe ich gedacht, ich mache vielleicht, ich kann nicht, ich habe Buch oder so. Weil ich nämlich tatsächlich einfach mehr gelesen habe, als irgendwas anderes zu tun. Und insofern würde das eigentlich ganz gut passen. Und dann würde ich nämlich, glaube ich, einfach die ganzen Daten da drauf packen und dann haben wir eine Woche erledigt und vielleicht komme ich dann wieder in Fluss oder auch nicht. Und ich weiß auch noch nicht, ob ich wirklich hier so videomäßig den Sommer weiter so regelmäßig durchhalte oder ich glaube, ich vermute, dass ich ab nächster Woche einfach eine Sommerpause einlegen werde. Weil ich habe euch ja auch gar nichts zu zeigen. Das ist ja auch für euch jetzt echt gar kein Mehrwert, oder? Also ich meine, ich weiß nicht, das muss doch unglaublich langweilig sein, was ich hier zu erzählen habe. Und von daher habe ich gedacht, machen wir vielleicht einfach mal Sommerpause. Und es gibt ja unendlich viele Videos auf meinem Kanal von den letzten Jahren. Da könnt ihr euch ja durchklicken, da erinnert ihr euch bestimmt an das eine oder andere nicht mehr. Und schaut euch einfach davon eins an. Vielleicht findet ihr ja was Nettes. Und wir machen hier einfach ein bisschen Urlaub. Oder? Ist das okay? Ich hoffe. Und dann machen wir noch so ein paar Fische drauf. Und dann könnte ich natürlich auch je peux pas, je la mer. Ich kann nicht, ich habe mehr. Oder so machen. Irgendwie so, habe ich gedacht. Weil, ja, irgendwie es zu verzwingen, macht ja irgendwie auch keinen Sinn. Und jetzt bellt der Hund gleich wieder. Auch noch. Wir könnten irgendwie sowas drauf machen. Irgendwer kommt draußen. Ein Auto. Ihr hört's? Ja, ein Auto. Gefährlich. Ist aber eigentlich nur unser Nachbar, den sie eigentlich auch kennen müsste, aber.
Hunde halt. Ich weiß nicht, vielleicht mache ich auch den da unten in die Ecke. Weil hier haben wir ja auch schon einen Leuchtturm. Dann hätten wir doch so ein Repilpage de la mer. Ich habe Leuchtturm. Ja, irgend so ein Nonsens halt. Sowas. Dann könnte ich vielleicht das hier noch da drauf machen. Ja, was gibt's zu erzählen? Diese Woche waren wir am Mittwochabend essen, weil ja letzte Woche hatte ich ja erzählt, wurde uns ja abgesagt. Ein Fußballspiel. Jetzt ist Frankreich ja draußen. Das heißt, wir können wieder essen gehen. Ja, das war sehr schön. Und am Freitag waren wir in Cherbourg, das letzte Mal in unserem Lieblingsweinbar-Galerie, die ihr jetzt schließt. Das war der letzte Tag am Freitag, wo offen war. Und jetzt heute Abend das große Abschiedsparty dort. Da sind wir auch eingeladen. Das wird sicherlich einerseits wirklich richtig schön Party, andererseits unglaublich traurig, weil halt Abschluss, ne? Ja. Also wettertechnisch war die Woche jetzt sehr durchwachsen. Ziemlich kühl, teilweise auch mit Regen, also nicht jetzt so wirklich Sommer, aber da wir ja jetzt im Moment sowieso noch arbeiten, das ist jetzt auch nicht so richtig schlimm, aber wenn wir dann im August Urlaub haben, dann wäre es schon schön, es würde noch ein bisschen hier sommerlicher werden. Also ich brauche keine 30 Grad. Aber so 25 finde ich schon irgendwie ganz nett. Zumindest ist es dieses Jahr nicht so trocken. Kann man ja auch mal positiv sehen. So. Ja, also es kann sein, dass ich vielleicht mich doch nochmal aufraffe nächste Woche, aber ich glaube, dass es ab nächste Woche hier Sommerpause geben wird. Und ja, schaut euch einfach bei den alten Videos von mir um oder genießt einfach den Sommer. Geht raus, lest was Schönes, was ich auch mache gerade. Permanent. Ununterbrochen. Quasi. Aber die Bücher, die ich gerade lese, die gibt es nicht auf Deutsch. Insofern kann ich euch die jetzt eher schlecht empfehlen. So. Jetzt müssen wir das dann halt vielleicht noch mal ein bisschen zurechtschneiden. Aber wir haben hier dann den 7. bis 14. Können wir mal alle schon mal abreißen. Der Hund bellt gleich wieder. Achtung. Draußen sind Stimmen. Weil unsere Nachbarn, die erlauben sich doch tatsächlich auch noch zu sprechen. Nicht nur Auto zu fahren, sondern auch noch zu sprechen. Also das ist schon echt ganz schön unmöglich. Und mein Kalender hält nicht mehr. Ich weiß nicht, ich glaube, ich nehme tatsächlich sogar den 14., weil die sind dann beide rot. Sieht es besser aus. Ach, guck mal da. Nehmen wir das auch noch. Obwohl, das würde ja auch noch passen. Wie meine Schere. Letztes Mal hat es übrigens wieder bis Dienstag gedauert, bis das Video hochgeladen war. Ich habe jetzt herausgefunden, dass doch das iPad dann
wenn es auf Standby ist, nicht im Hintergrund weiter das Video hochlädt. Was echt ein bisschen unpraktisch ist, weil dann muss ich jetzt das iPad immer irgendwie 12 Stunden am Stück hier mit Bildschirm anlaufen lassen, sonst geht es nicht. Eigentlich auch eine ganz schöne Energieverschwendung. So, 7. bis 10. So, und jetzt machen wir noch das Travel da drauf. Obwohl ich ja gar nicht verreist bin, aber. Und ich glaube, ich cheate jetzt auch noch ein bisschen und nehme von morgen das auch gleich. Ich mache ja sowieso keine Tageszeiten gerade. Enjoying the small things. Was ja immer passt. Zum Beispiel. Wenn es draußen regnet, kann man ohne schlechtes Gewissen drin Tour de France gucken. Hm? So. Und schief habe ich es auch noch gemacht. Seid ihr denn jetzt auch dann im Urlaub? Bestimmt im Sommer irgendwann, oder? Könnte ich mir vorstellen. Wahrscheinlich schaut dann sowieso keiner meine Videos, dann ist es auch gar nicht so schlimm. Die Hälfte merkt gar nicht, dass ich nicht da bin. Geht gleich nochmal los, nicht wundern. Ja. Also ich weiß gar nicht, ob ich da jetzt noch so ein Schipöper oder was ich da jetzt noch drauf schreibe. Keine Ahnung. Ihr werdet es dann bestimmt in einem zukünftigen Video sehen. Wer weiß, wann auch immer das sein mag. Also ich muss wirklich sagen, das Video machen ist nicht das Problem. Das macht mir immerhin immer noch Spaß. Aber ich bin gerade so unkreativ. Mir fällt überhaupt nichts ein, was ich machen kann. Das ist das Problem. Und dann denke ich mir auch, kann ich euch ja auch nichts zeigen. Ja, also ihr seht ja, jetzt geht das Geknurre wieder los und ich verabschiede mich und René Renard auch, der wird jetzt demnächst mal seine warme Hose ausziehen, so wie wir auch, und Urlaub machen und bis demnächst. Ciao!